Hey ho, und exakt an der Stelle, an der wir das letzte Video aufgehört haben, mache ich heute weiter. Hatte ich jetzt einfach so die Idee zu, ganz spontan. Ich fand doch diese Höhle noch ein bisschen interessant. Ist ja so praktisch die erste, ja, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12er Höhle, die wir so erkunden. Und natürlich spekuliere ich ja auch so ein bisschen darauf, dass wir vielleicht mal so eine unterirdische Mine entdecken. Das wäre jetzt noch so. Oh, das ist schon mal schön, wieder ein bisschen Silber. Hier ist aber allerdings eine Sackgasse. Okay. Nehme ich mir das mit und dann verschwinde ich hier wieder. Ja, da würde ich natürlich gerne mal gucken, dass ich vielleicht noch so eine unterirdische Mine finde. Mich ein bisschen mit den Giftspinnen anlege. All diese Geschichten, die man halt so gerne tut. Da unten ist uns in der letzten Folge mit einem Mal so ein Creeper entgegengekommen und da wollte ich heute mal noch so ein bisschen den Raum klären. Ich bin etwas mutiger geworden, so, ne? Ich nehme jetzt immer schon die Ressourcen direkt mit. Normalerweise mache ich das gerne erst auf dem Rückweg, nachdem ich alles so einigermaßen gesichert habe. Es geht noch auf jeden Fall weiter runter. Das ist eine Chance, die wir unbedingt nutzen sollten. Nachdem ich dann hier mal geguckt habe. Da kommt wieder ein Herr. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wo kam der denn her? Von da oben? Warum macht er das? Boah, ist aber gut hier jetzt. Ich mache hier mal zu. So hoch will ich überhaupt nicht. Ich mache hier einfach jetzt mal eine. Ja. Wie mache ich das? Einfach hier so ein. Achso, das reicht ja schon. Da kommt ja keiner durch. Schön die Ressourcen direkt einsammeln. Das war ergiebig hier, ne? Hallo. Auch mal wieder Flint dabei. Ich meine, Flint ist etwas weniger geworden, aber das kann jetzt auch einfach nur mein völlig subjektiver Eindruck sein. Ja! Will nicht. Hallo, komm mal runter da. Ich will dich mitnehmen. So. Ah, schön. So, wo war das Loch? Hier war das Loch. Da ist jetzt eigentlich hell genug, ne? Sollte uns jetzt keine Überraschung begegnen. Uiuiui, okay. Gut, mache ich das auf unsere alte Methode hier. Ein wenig wild durch den Stein hacken. Passenderweise mit der Steinhacke. Spannung, Konfetti. Schade, so richtig tief geht's nicht. Ich habe gedacht, das geht so richtig tief. Ich höre, ne? Ich bin ein bisschen still, damit ich hören kann, ob sich was nähert. Ist aber auch eine unterirdische Halle irgendwie. Das ist immer ganz. Ach so. Ah, oh, ja. Lava, Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Da, 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 da. Mr. Lava, Lava. Ey, ist hier überhaupt nichts immer an Ressourcen. Redstone, Zeugs und Lapis Lazuli. Irgendwie, hallo. Können wir hier mal vielleicht ein bisschen was auftischen? Na, wenigstens Silber. Aber das ist ja hier wohl ein bisschen. Hat da was geplätschert? Das ist ja wohl ein bisschen kläglich hier, ne? Das ist immer so ein Geiz. Komm, den mach ich mal zu hier, den komischen Lava-Fall.
Sagen wir Lava-Wasserfall, ne? Hallo, lasst ihr mich in Ruhe? Danke. Ach, guckt euch das an. Das war jetzt mal eine meiner besseren Ideen, ne? Nützt uns im Moment nichts, weil ich ja hier, weil ich ja noch überhaupt keine... Silberhacke dabei habe. Und deswegen... Aber wir wissen ja, wo es ist. Hi! Na? Wolltest du auch mal guten Tag sagen? Du kriegst mein Gold aber nicht. Wo kommst du eigentlich her? Bestimmt von oben und da. Ach da, guck mal. Ja! Ja! Critical Hit. Ja! 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 So. Na. Du ist aber gut. Ja, da muss ich wohl hin und das alles mal ausleuchten. Pap, pap, pap. Ah, und da oben auch mal ein bisschen, ne? Kindersnee, was ist das schön? Ja, das klappt natürlich nicht. Tuk, tuk, tu. Was ist hier los? Boah, ist das, sind da viele Gänge. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal. Lapis Lazuli gefunden. Ah, lohnt sich doch schon mal so ein bisschen in so langweilige Gänge reinzurennen. Oh, nee. Ich dachte schon mal höher. Treffer. Na Jungs, wo seid ihr denn? Solange es nur Zombies sind, geht das ja alles noch. Okay. Erstmal so weit. Das merke ich mir hier. Kann ich auch noch nicht abbauen. Aber hier. Auch noch nicht. Auch nicht schlecht. Auch wirklich nicht schlecht. Ah. Also von der Musik habe ich bisher noch kein neues Lied gehört. Das ist alles noch der alte Sums. Kennt man doch. Die bekannte Minecraft-Schlagerparade. So, jetzt wird hier mal hoffnungslos aufgebaggert. Pling, plang, plang. Plang, plang, bling, plang, plong. Es rappelt im Karton. Was ist das denn hier für ein See? Oh, so groß ist der gar nicht. Oh. Ach du meine Güte, das ist... Witzebitzebitz. Was ist denn hier noch? Geht's hier noch richtig runter? Nein, aber da ist auch Gold. Haha. Sehr schön, sehr schön. Ja. Kann man mit leben. Also jetzt haben wir hier schon einiges gefunden. Leider keine... ich wollte mal hier das Meer hier mal irgendwie ausschalten. Muss ich denn da ran? Ja, leider keine unterirdische Höhle, die es ja eigentlich abgesehen hatte. Ach, Höhle, was sag ich denn? Und hallo, unterirdische Mine. Eine Mine. Ja. Ach, heje, wie geht das denn jetzt hier? Auch mal, halt mal so und so und irgendwie, keine Ahnung, hier mal was dran. Jetzt läuft das alles über. Jetzt laufe ich hier unter. Ich sehe jetzt auch nicht so richtig viel. Ah, da kann man noch was hinbauen. Ja. Das war's mit dir, du Wasserfall. Und dann werden wir hier immer noch ein bisschen Silber mitnehmen. Obsidian, Gold, alles ist da, alles ist da. Ein bisschen hier Luft machen.
Ah, die Lava da ist ja auch nicht so schön, ne? Die Lava ist jetzt natürlich ein See, den kann man nicht einfach nur schließen. Ja, das bringt es jetzt hier nicht so. Ja, okay, gut. Die Höhle ist jedenfalls einigermaßen erkundet. Weiter geht's auch nicht, ne? Irgendwie weiter runter. Hier waren hier noch irgendwas. Da kommt man irgendwie nicht mehr so richtig. Hier war noch das mit dem Lapis. Und wo geht's denn hier noch hin? Das könnte auch noch mal was Gutes sein hier. Sonst wäre nämlich jetzt hier am Ende des Schachts und stürzt das dann noch mal in die tiefe Kohle. Und es geht auch noch mal runter. Silber, da unten ist noch mal ein Raum. Oder ist das der gleiche Raum von der anderen Seite? Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Sichern wir uns erstmal hier und dann schauen wir mal nach, ne? Da ist auch noch ein Raum hinter, guck mal hier. Ach du meine Güte, ja. Fein, fein oder eben nicht, je nachdem, was uns jetzt begegnen wird. Ich würde so gerne jetzt mal so eine Mine finden hier. Och Mann. Ich finde das ungerecht. Andere Leute finden bestimmt immer Minen und ich nicht. Ne? Weiß auch nicht, wo haben wir denn? Haben wir unterwegs vielleicht noch irgendwo eine Erdspalte gesehen oder sowas auf der Reise? Das ist schon wieder alles so lange her, ne? So, das war's hier wieder. Ich lasse das alles beleuchtet jetzt. Ist besser. Jetzt gehen wir nach unten. Mal ein bisschen großzügiger hier aufhacken. Licht. Ja, man sollte dann immer experimentell mal so ein bisschen noch in die Gegend hacken, wenn man schon auf Lava stößt. Wegen Gold und Redstone und sowas. Könnte ja sein, dass man das da noch findet. Na, geht das gut hier? Wie tief unten sind wir überhaupt? 11. Das ist nicht schlecht. Das ist keine schlechte Tiefe. Gut, hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Redstone und sowas erhofft. Ja, wir haben ja das ja alles. Wenn wir notfalls, wenn wir sowas mal bräuchten. Im Moment sind wir ja wieder am Anfang relativ weit entfernt von irgendwelchen Redstone-Geschichten. Erstmal noch wichtigere Dinge, die man bauen könnte. Aber falls es mal so nötig wäre, müssen wir halt mal zurückreisen nach Bad Schönfels. Das ist so eine riesen Herausforderung. Wir müssen ja auch den Rückweg noch finden. Ne? Und das ist gar nicht ohne. Klar, wir werden es schon hinkriegen. Also durch die großen Biome braucht man die einfach nur mal durchqueren. Da ist ja nichts mehr, wo man sich wirklich verirren kann, so wie früher. Das ist ja alles viel eintöniger und so geworden. Im Moment jedenfalls hier. Ja gut, jetzt renne ich nach oben. Ich komme nicht weiter in die Höhle rein hier. Habe keine Mine gefunden, aber ich habe enorm viele Ressourcen, Silberressourcen und Kohle gefunden. Von daher werte ich mal diesen Ausflug auch als positiv. Ich check nur die Lage hier. Achso, was war denn eigentlich noch? Wo war denn noch der Raum, wo ich beschossen wurde noch so? Da bin ich gar nicht reingegangen, oder? Ja, hier war das so. Wieder zurücklaufen. Hier ging es lang.
Fackel links ist immer gut. Geräusche sind schlecht. Ach, die andere Seite sind wir ja noch nicht durchschritten. Ach du meine Güte, ja richtig. Das war ja hier nur dieser eine Gang, den wir gegangen sind, den wir gefunden haben. Ach. Aber da hinten und jetzt über uns wahrscheinlich, was da gleich rüber runterkommt. Erschreckt. Ach nee, das war's. Ja, auch gut. Auch gut, auch gut, auch gut. So. Wo kommen die Herren denn jetzt schon wieder her? Mal erstmal ein bisschen in Deckung rennen. Da, hinter dem Raum, ne? Genau, das war der Raum, den ich gerade, nachdem ich gerade fragte, wo er noch ein Skelett stand und ich da nicht reingegangen bin. Ja, so nicht. Hallo, Kuckuck. Hallo, Freunde. Seid ihr da? Ah, Spannung, Spannung. Höhle, 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 Höhle. Gruselig. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen paradox, ne? Wir sind doch jetzt hier eigentlich nur in der Höhle und erleben hier Spannung und Abenteuer. Braucht da jemand irgendwie ein Adventure-Update für? Nö, das war doch immer schon spannend, oder? Immer schon abenteuerlich gewesen, Minecraft. Huch. Blöder Wasserfall. Den gehe ich jetzt mal ein bisschen ausschalten. Oh, sichere ich mir für den Rückweg. Gucken, wo es hier so hingeht, ne? Puh. Aha. Noch jede Menge Silber vorhanden. Ich wühle mich hier einfach rigoros durch. Hier mache ich keinen Halt, hier kenne ich kein Pardon. Wo ist denn jetzt die Quelle von dem Wasserfall? Da oben? Ist sie hier? Ja! Ist gut. Weniger gut ist, dass es hier noch weitergeht. Ulala. Ja, also das ist ja nun wirklich... Es nimmt wieder kein Ende und auch die Fackeln. Die Fackeln nehmen hingegen ein Ende. Ist schon wieder bald hängen. Hängen im Schacht hier. Ah. Ah, hier geht's wieder runter. Hier geht's wieder runter. Vielleicht werde ich wieder angegriffen. Komm, wir suchen nach unterirdischen Minen. Wir müssen hier weitermachen. Wir dürfen nicht halten. Wir dürfen nicht zurück... Schrecken. So. Oh, ich sehe gerade, dass ich überhaupt nicht mehr, dass ich ja voll den Hunger habe. Ich bin hier schon voll unter die Hungerleiter gegangen. Versteck mich mal hier. So. Und dann ziehe ich mir erstmal ein Steak rein. Ah, sogar zwei. Ja. Herrlich. Jetzt heile ich mich auch wieder. Und bei der Gelegenheit kann ich auch direkt mal noch ein paar Fackeln nachlegen.
An Fackeln spare ich nicht jetzt. Das ist einfach unnütz. Fackeln sollte man immer. In Massen dabei haben. So. Immer noch keine unterirdische Mine. Du meine Güte, ach du liebe Zeit. Von drei Seiten können sie jetzt kommen, von vier, um genau zu sein. Ah. Da brennt einer, da ist einer kaputt gegangen. Kann der mich auch critical hitten, wenn der mich von oben anspringt? Boah, wenigstens nur Zombies und keine Skelette. Die würden mir jetzt echt den Tag versauen. Ja, nur mach Feierabend. So. Grunzt noch besser. Ein Spawner, kann das sein? Das ist jetzt so eine Anhäufung. Ich glaube, die kommen alle von da, ne? Wo kommt der her? Von oben? Fallen die runter immer? Oh Mann. Es ist unübersichtlich. Ja, die kommen von da, ne? Kann es sein? Ja. Ja, komm. Ja. Ich beende dein Leid, sieh es mal so. Die kommen von oben und da ist auf jeden Fall... Ah, das war der Beweis, Leute. Ich hab euch. Da ist ein Spawner. Aber hallo. Das muss ein Spawner sein. Ich bin ganz aufgeregt. Es fällt einer auf meinen Kopf drauf. Oh, Leute. Wir gehen etwas auf Entfernung. Oh, meine Nase bringt mich gerade um. Verdammt. Ich muss einen kurzen Schnitt machen. Oh, und wieder da, meine Güte nochmal, ich baue mich jetzt hier oben hoch, werde auch das Teil hier mal ein bisschen beseitigen, damit mir das nicht so die Sicht versperrt. Ja, und dann werde ich jetzt mal hier hoch. Habe ich denn noch eine Axt dabei, eine Hacke? Ah, meine letzte Hacke. Macht aber nichts, ich baue mir dann eine Werkbank und fertige mir eine neue Hacke an. Holz habe ich dabei. Ist alles nicht so schlimm. Wieder ein altes Lied, was jetzt läuft. Verstehe ich alles nicht. Naja. Wird das auch auf nur 1,9er Chunks abgespielt oder wie ist das? Naja. Man muss nicht alles verstehen. Ich bin mir sicher, dass da hinten ein Spawner ist. Komm, Licht. Das muss eigentlich so sein. Warum mache ich den Gang jetzt hier so doppelt? Brauchen wir erstmal nicht. Ich will hier erstmal auch ein bisschen aufbohren einfach. Mal gucken, wo bin ich denn jetzt? Ja, ist die richtige Höhe. Gut. Richtige Höhe. Bin mir sicher, dass da ein Spawner ist. Wehe, da ist kein Spawner. Hier werde ich doch mal lieber wieder den Boden zumachen. Wie ich mich kenne, lande ich sonst da drin. Klang, kla, da, di, da, di, da, da, di, la, da, kla. Ich höre sie auch schon wieder rufen. Die kamen da so in Massen runter, einer nach dem anderen. Das kann nicht anders sein. Ja, ich mach schon Licht. Haha. Ich krieg euch, Leute. Bin ich schon weit genug? Oh oh. Okay, das war's mit meiner Dingensbums hier. Meiner Hacke. Ich baue eine neue Hacke.
Ja, genau. Und mehrere vielleicht sogar. Bin ja nicht ganz so geizig. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal gucken, ob wir die Zombies auslöschen können oder den Spawner zerstören. Ich habe einfach mal Bock, sowas kaputt zu machen. Ach toll, jetzt werden wir auch noch von hinten angegangen. Ja. Das möchte ich aber nicht. Ist nur gut hier, ja. Weißt du was? Ich buddel mich jetzt hier ein. So, das reicht nämlich schon dafür. Okay, dann würde ich sagen, ne, ihr kennt schon das Prozedere. Ich mache dieses Video jetzt zu Ende und dann starte ich das neue und das seht ihr dann demnächst und wie das so ist. Bis dann. Tschüss.